Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bietet zusätzliche Unterstützung für Betroffene von sexueller Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt. Die Vertrauensanwältin. Also ich bin Ansprechpartnerin für alle Mitglieder oder alle Personen, die in den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums fallen. Auf einer Seite die betroffenen Personen, die Ansprechperson oder Personen, die quasi beruflich oder im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Betroffenen in Kontakt kommen und Fragen haben, aber auch die quasi etwas gesehen haben, etwas mitbekommen haben, die könnten sich auch an mich wenden. Das Wissenschaftsministerium finanziert die Stelle zwar, aber die Vertrauensanwältin agiert unabhängig. Ratsuchende können per Mail oder Telefon schnell und einfach einen Telefontermin vereinbaren. Darin hilft die Vertrauensanwältin dann mit rechtlicher Expertise. Wo stehen wir? Manchmal ist auch schon was passiert und die wollen sich nur rückversichern. Und es ist ganz unterschiedlich. Es hängt immer vom Einzelfall ab, was dann quasi der nächste konkrete Weg ist. Aber es ist eine Beratung, einmal rechtlich und auch ein bisschen beruhigend und zu sagen, das sind Möglichkeiten und auch eine gewisse Stärkung für die Betroffenen. Die Vertrauensanwältin hilft also bei der rechtlichen Einordnung, zeigt mögliche Handlungswege auf und kann auch weitervermitteln. Zum Beispiel an psychologische Beratungsstellen oder weiteren Rechtsbeistand. Die Beratung ist dabei ein ergänzendes Angebot. Die Einrichtungen haben ein klares Standing, dass sie sexuelle Belästigung nicht tolerieren. Und das hat man umgesetzt, indem man Handlungsleitfäden, Dienstvereinbarungen, Satzungen hat. Und da stehen auch ganz klare Verfahrenswege, Handlungswege, dass die Betroffenen jeweils für ihre eigene Einrichtung sehen können, wenn ich mich beschwere, wie läuft das ab? Und da alle Einrichtungen das eben haben, ist es transparent und ist auch eine Schutzmöglichkeit. Und meine Tätigkeit ist eben, neben diesen Schutzkonzepten, neben diesen Verfahrenswegen eine rechtliche Beratung zu geben. Somit ist Vertrauensanwältin Michaela Spandau ein Baustein im Schutzsystem der kulturellen Einrichtungen, Hochschulen, Klinika und Studierendenwerke Baden-Württembergs gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. Neutral, anonym, unverbindlich und kostenlos.